Was geht ab, Raphaelos Rails? Back, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, bei euch ist alles locker auf dem Hocker. Ihr hattet wieder die Chance, auf Instagram mir Fragen zu stellen und in dieses Video mit reinzukommen. Also wenn ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, ich heiße Raphael Neugier zusammengeschrieben, dann holt das gerne nach. Es lohnt sich wirklich. Ihr habt immer wieder die Chance, bei mir in Videos mit dabei zu sein oder Behind-the-Scenes-Sachen zu sehen. Also folgt mir da sehr gerne. Ist der erste Link in meiner Infobox. Es sind auf jeden Fall wie so oft wieder einige Fragen reingeflattert. Denen werde ich mich jetzt stellen. Ihr wart wieder mega kreativ. Also es sind auf jeden Fall gemeine Fragen dabei, lustige Fragen dabei und teilweise sogar Aufgaben. Also seid gespannt. Wir legen direkt los mit der ersten Frage. Wir beginnen ganz entspannt mit einer Frage, die tatsächlich ziemlich viele gestellt haben. Mega süß auf jeden Fall, dass das so viele gefragt haben. Und zwar ganz einfach, wie geht es dir gerade? Also mental bin ich wie so oft ein bisschen neben der Spur, aber trotzdem auf der Höhe. Körperlich geht es mir tatsächlich gerade nicht so gut. Also ich habe mir vor 2 oder 3 Tagen so einen Infekt eingeholt und liege jetzt seit 2, 3 Tagen echt einfach nur die ganze Zeit flach, bin komplett wasted, also voll neben der Spur. Ich hoffe, das wird auf jeden Fall jetzt bald wieder besser. Deswegen wundert euch nicht, eventuell bin ich heute in diesem Video ein bisschen matschig in der Birne. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie es euch gerade geht und wie euer Tag bis jetzt war. Wie lange kennst du Julian schon? Kannst du mich grüßen? Heiße Charlotte. Ja, Grüße gehen raus an Charlotte. Auch eine gute Frage, die tatsächlich ziemlich oft gestellt wird. Ich kenne ihn natürlich schon ziemlich lange, dadurch, dass er ja auch irgendwie in meiner Familie mit drin ist, wir uns bei Familienfeiern gesehen haben und so weiter. Aber dass ich so richtig Kontakt mit ihm hatte, das begann eigentlich bei meinem 18. Geburtstag tatsächlich, also vor circa 6 Jahren. Und zwar hat mein Bruder, die Bibi und der Julia mir damals zum 18. Geburtstag ein Geschenk gemacht, dass wir zusammen in Köln Silvester feiern können. Also ich habe ja damals noch in München gelebt und da haben die mir quasi die Anreise geschenkt. Dann haben wir hier in einem Hotel geschlafen und haben dann Silvester zusammen gefeiert. Es war, glaube ich, das erste Mal, dass wir uns so richtig kennengelernt haben eigentlich, beziehungsweise halt miteinander richtig viel geredet haben. War auf jeden Fall mega der lustige Abend. Was war für dich das tollste Fangeschenk von allen, die du je bekommen hast? PS, kannst du mich grüßen. Grüße gehen raus an Bela Pro. Also ich bekomme wirklich so oft Geschenke von euch. Ich werde überschüttet von euch mit Raphaelos. Ich freue mich jedes Mal wirklich so sehr, wenn ihr mir was schenkt, aber gleichzeitig will ich das eigentlich gar nicht. Also wie gesagt, ihr müsst mir wirklich nichts schenken. Gerade wenn ihr dafür Geld ausgeben müsst, will ich das auf keinen Fall. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir mal ein Bild malt und mich dann vielleicht auf Instagram markiert. Das like ich dann auch ganz häufig. Aber das schönste Fangeschenk von euch an mich war tatsächlich, als wir die 1 Million Abonnenten geknackt haben. Damit könnt ihr mir nämlich wirklich immer die größte Freude machen, wenn ihr mich abonniert habt, wenn ihr die Glocke aktiviert habt und wenn ihr eben meine Videos schaut und einen Daumen nach oben gibt. Das ist nämlich so das Feedback, wo ich am meisten Wert drauf lege und was mir eben am meisten bedeutet. Auch wenn es eine ziemliche Achterbahnfahrt war. Also Bibi und Julian haben den heiligen Moment ja ein bisschen zerstört und mich geprankt mit den 1 Million Abonnenten-Prank. Leute, ich brauche ganz dringend eure Hilfe. Wir beide müssen jetzt zusammen den Raphael pranken. Der sitzt gerade drüben, dem fehlen nur noch 200 Abonnenten, dann hat er seine 1 Million Abos. Ich füge euch jetzt einen Link ein, ja? Das geht zu Raphaels Kanal. Und wenn der seine 1 Million Abos hat, müsst ihr ihn nur für kurze Zeit alle deabonnieren. Der dreht nämlich gerade sein Special. Dreht mit der Kamera mit. Seine Reaktion. Und verfolgt die Zahl jetzt. Ich füge euch den Link ein. Zieht euch das rein. Und wir müssen alle zusammenhalten. Ihr müsst alle, sobald ihr die Million erreicht. Genau, er muss erst die Million erreichen. Genau. Und dann freut er sich mega. Und dann müsst ihr alle deabonnieren. Aber das war wirklich so mit Abstand das schönste Geschenk, was man mir hätte machen können. Also diese 1 Million Abonnenten. Mittlerweile sind wir ja schon über 1,5 Millionen Abonnenten. Das ist so krass, ey. Und so unrealistisch für mich. Also danke, danke, danke an euch auf jeden Fall. Ich kann es nicht oft genug sagen. Warst du auch so lustig und tollpatschig in der Schule? Auf jeden Fall. Ey, ich war nicht nur der Klassenclown in der Schule, sondern ich war auch weltbekannt als Tollpatsch. Eine Story. Ich war draußen auf dem Pausenhof und dann kam der Gong, dass der Unterricht weiterging. Keine Ahnung, wieso ich es so eilig hatte, wieder in den Unterricht zu kommen. Das ist eigentlich gar nicht typisch für mich. Auf jeden Fall bin ich vom Pausenhof draußen wie so ein räudiger Steinbock in die Aula wieder gerannt. Kopf gesenkt mit 180 km/h nach vorne gesprintet. Schau aber nicht, wo ich hinrenne. Im selben Moment wollte irgend so ein Affe von innen nach außen rennen. Wir beide straight Kopf gegen Kopf gegeneinander. Wie so 2 Steinböcke, die einen Revierkampf machen. Ende von der Geschichte. Wir mussten beide ins Krankenhaus. Mit Blaulicht wurden wir abgeholt. Ja, danach bin ich den Ruf auf jeden Fall nicht mehr losgeworden. Magst du Flohs Einhornsammlung? Ja, die habe ich sehr gemocht. Ich rede jetzt absichtlich in Vergangenheit, weil die gibt es ja gar nicht mehr. Die habe ich ja leider Gottes zerstört. Und diesmal wird es sehr interessant, denn jetzt habe ich mal einen Wertgegenstand vom Flo rausgesucht. Was? Ja. Ist nicht nur ein Wertgegenstand, sondern das liegt ihm echt hart am Herzen. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, der Flo ist ein richtiger Einhorn-Liebhaber. Jetzt komme
damit brauchst du nicht kommen jetzt. Nein. Und der Flo hat eine Einhorn. Der Florian hat eine Einhornsammlung. Come on, Alter, nee. Und hat sich gestern erst ein neues Einhorn gekauft. Wo hast du denn überhaupt her? Hallo, ohne Scheiß. Du kannst nicht... Hallo, wir haben gesagt, wir spielen mit deinem Wertgegenstand, nicht mit meinem. Das ist aber aus Porzellan. Das ist doch nicht mal ausgepackt, Alter. Junge, das habe ich gestern gekauft. Das kannst du nicht kaputt machen. Ach komm schon. Das ist eine Sonderedition. Mein ganzes Video ist eine Sonderedition. Halt einfach deine Fresse! Junge, was ist denn los mit dir? Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann gönnt es euch auf jeden Fall. Das ist ziemlich lustig geworden. Kannst du aktiver bei TikTok werden? Ja, ich habe ja TikTok. Die meisten wissen das, glaube ich, noch gar nicht. Ich habe aber tatsächlich jetzt sehr lange nichts mehr gepostet. Also ich glaube, mein letzter Post war das hier. Sag mal, kann ich bei dir abschreiben? Okay. Danke, Micha. Bist du echt der Kumpel? Das ist so geil. Das ist so geil, dass du mir hilfst. Leck mich am Arsch, bist du ein Kumpel, Micha? Du lässt mich hier in der Mathearbeit abschreiben. Das ist... Wenn ihr Bock habt, dass ich da wieder aktiver werde, dann gebt mir unbedingt einen Daumen nach oben und folgt mir da auch sehr gerne. Ich heiße da einfach Raphael Neuger zusammengeschrieben, wenn ich mich nicht täusche. Wie hoch ist deine IQ? Ich würde sagen, locker 3 Meter. Was machst du sonst, wenn du nicht ein Video drehst oder das Video schneidest? Hab dich lieb. Da mache ich hauptsächlich tatsächlich Musik. Das ist somit mein größtes Hobby neben YouTube. Hast du schon mal deine Haare selber geschnitten und es dann bereut? So dumm war ich tatsächlich nicht. Also ich habe noch nie meine Haare selber geschnitten. Das würde auch eine komplette Katastrophe sein. Aber ich war tatsächlich noch dümmer. Und zwar, ich habe den Julian meine Haare schneiden lassen. Aber ich war tatsächlich noch dümmer. Und zwar war der Julian dabei blind. Das war eine der dümmsten Entscheidungen in meinem Leben, Mann. Würdest du lieber 100 Jahre in die Zukunft oder 100 Jahre in die Vergangenheit reisen? Ich glaube, ich würde mich tatsächlich für die Vergangenheit interessieren, weil ich tatsächlich nicht weiß, wie es in 100 Jahren hier aussieht. Jetzt aktuell sieht es ja nicht danach aus, dass es irgendwie besser wird oder ein schöneres Leben auf uns wartet. In welchem Stock wohnst du? Ich wohne im obersten Stock. Also ich habe hier ein Penthouse. Gerade die Dachterrasse, wenn man keinen Balkon hat, wo oben noch eine Decke ist oder wo man jemanden über sich hat. Das war eigentlich immer so mein Wunsch, irgendwann so wohnen zu können. Zeig mal deinen Oberkörper. Diese Frage wird auch so krass oft gestellt, seitdem ich so oft trainieren gehe. Ich muss sagen, langsam sieht man auch eine Veränderung. Ich kann euch mal ein Bild von meinem letzten Training einblenden. Also, da kann man nicht meckern, oder? Das kann man nicht, ist auf jeden Fall ansehnlich. Warst du schon mal in der Tanzschule? Kannst du tanzen? Also, das kann ich mit Ja und Nein beantworten. Erstens, ja, ich war schon mal in der Tanzschule. Und zweitens, nein, ich kann nicht tanzen. Wenn ich heute im Club tanze, ich sehe dann aus wie so ein gestrandeter Fisch, der am Strand rumzappelt. Welches Lied beschreibt dein Leben am besten? Was war deine spontanste Aktion? Meine spontanste Aktion ist echt schwer zu sagen, weil mein ganzes Leben besteht nur aus spontanen Aktionen. Aber so eine typische spontane Aktion zum Beispiel ist echt das Reisen. Also war ja erst vor kurzem wieder mit Bibi und Julian. Da wollten wir einfach einen gemütlichen Filmeabend machen. Der Film lief 10 Minuten und wir sind am nächsten Morgen in Dubai aufgewacht. Dasselbe war auch schon mal mit Miami. Da bin ich mega spontan nach Miami geflogen. Hab vergessen, dass ich 3 Tage später aber ein Konzert in Deutschland hatte. Musste dann direkt wieder zurück nach Deutschland fliegen. War eine ziemlich lustige Aktion. Was hast du zuletzt gekocht? Ja, dadurch, dass es mir tatsächlich nicht so gut geht, habe ich jetzt 2 Tage einfach gar nichts mehr gegessen. Beziehungsweise ich habe, glaube ich, gestern einfach eine halbe Hand... Beziehungsweise ich glaube, ich habe gestern einfach eine halbe Hand voll Nüsse gegessen und das war's auch. Bist du ein Frühaufsteher oder ein Morgenmuffel? Sowohl als auch. Kommt natürlich drauf an, wann ich ins Bett gehe, aber es ist eigentlich total egal, wann ich aufstehe. Ob ich jetzt um 7 Uhr morgens aufstehe oder um 12 Uhr mittags. Ich brauche immer ein bisschen Zeit, um in den Tag reinzustarten. Aber so als Morgenmuffel würde ich mich jetzt trotzdem nicht bezeichnen, weil ich bin jetzt nicht so direkt schlecht gelaunt, wenn ich aufstehe. Im Gegenteil, ich feiere das mega, wenn man einfach dann direkt am Morgen so gemütlich mit dem Kaffee irgendwie quatschen kann oder schön was frühstücken gehen kann. Warst du schon mal auf dem Beichtstuhl? Ich war tatsächlich, ich glaube, einmal in meinem Leben auf dem Beichtstuhl. Da war ich 11 oder 12 und da habe ich geraucht einmal und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, dass ich dann einfach in die Küche gegangen bin und gebeichtet habe. Wo ist der seltsamste Ort, an dem du warst? Da gibt es viele Orte. Ein seltsamer Ort ist in meiner Kindheit, den ich entdeckt habe, und zwar war das einfach ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg.
Den habe ich mit ein paar Kumpels damals im Wald entdeckt und es war dann unser geheimer Treffpunkt immer. Eigentlich mega gefährlich, also macht es auf keinen Fall nach. Da standen teilweise auch noch so Tontöpfe und so eine Decke und so eine Pritsche, also da, wo die Soldaten geschlafen haben. Wann hast du das letzte Mal für dich selber oder für jemand anderen gesungen? Das ist gar nicht so lange her. Das letzte Mal habe ich tatsächlich zusammen mit meiner Familie für Bibi Happy Birthday gesungen. Das war auf jeden Fall ein akustischer Ohrenschmaus. Happy Birthday. Bianca. Hast du mal ein Video gedreht und vergessen, die Kamera anzumachen? Ja, habe ich tatsächlich ziemlich oft schon. Kannst du Zaubertricks? Ich habe ja vor Ewigkeiten mal ein Video gedreht, wo ich euch die coolsten Zaubertricks beigebracht habe. Wie zum Geier bleibt es zwischen deinen Händen? Hä? Wenn ihr das noch nicht kennt, dann schaut es euch unbedingt an. Da waren wirklich kranke Sachen dabei, Mann. Ich habe übrigens bei einem Amerikaner vor ein paar Tagen ein Video gesehen, wo der auch so einen Zaubertrick ausprobiert hat. Und zwar hat er einfach die Gedanken von seinen Zuschauern gelesen. Und ich habe das probiert und es hat tatsächlich bei mir auch funktioniert. Und ich dachte, ich probiere das heute einfach mal mit euch aus. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich mache das einfach genauso, wie er das gemacht hat. Und ihr müsst dann unbedingt in die Kommentare schreiben, ob das bei euch funktioniert hat oder nicht. Ich sage schon mal vorab, ihr dürft gerne auch einen Taschenrechner benutzen, wenn das für euch einfacher ist. Oder das Video zwischendurch pausieren. Ich lese eure Gedanken. In 3, 2, 1, let's go! Said we'd be young forever. You taught me how to love, and nothing could be better than you and me. You and me, baby, it was you and me. We could never fall, and nobody could break us. Yeah, I thought we had it all. Take me back to when it was you and me. You and me, baby, it was you and me. Schreibt unbedingt mal in die Kommentare, ob es geklappt hat. Wie gesagt, bei mir hat es funktioniert. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt unbedingt ein Däumchen nach oben. Würde mich riesig freuen. Gerne auch kostenlos abonnieren, ist natürlich kostenlos. Und die Glocke aktivieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns sehr bald schon wieder im nächsten Video. Haut rein, genießt euer Leben und ciao.